Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video. Heute in diesem Video durch ausnahmsweise mal aus dem Auto vloggen. Und weil das aber mit meiner großen Kamera nicht geht, weil ich die nicht aufs Armaturenbrett oder so irgendwie montieren kann, ohne dass sie runterfällt, habe ich beschlossen, das heute mit meinem iPhone zu machen, mit meinem iPhone 10. Allerdings mit der Frontkamera, damit ich auch ein bisschen sehe, ob ich im Frame bin oder nicht. Jetzt sehe ich, dass ich im Frame bin. Theoretisch könnte ich eigentlich die Kamera umdrehen. Ich schaue mir das jetzt mal so an. Für den Sound. Das ist ganz wichtig. Ich habe bis jetzt nie mit meinem iPhone tatsächliche Sprachaufnahmen gemacht, weil ich der Meinung bin, dass der kamerainterne Sound, das Soundrecording, einfach für die Fisch ist. Wirklich wahr. Was ich gemacht habe ist, ich habe mir von Shure bestellt das MV88 Mikrofon. Das ist so ein kleines Kondensatormikrofon mit mehreren Charakteristiken, das heißt eine Nierencharakteristik oder eine Riechcharakteristik, also für im Sinne eines Rohrrichtmikrofons. Mit einem kleinen Popschutz drauf kann ich direkt an meinen Lightning-Anschluss des iPhones anstecken. Ich hoffe, dass dadurch die Sprachqualität ein bisschen besser ist. Das Rauschen, was bei den Tests jetzt einmal dabei war, kann man sicher hoffentlich bei einer Rauschunterdrückung dann im Final Cut Pro dementsprechend etwas reduzieren. Ich hoffe, es hallt auch nicht zu sehr. Das Auto ist ein kleiner Raum. Ich hoffe, dass die Tonqualität halbwegs gut ist. Wichtig war, im Flugmodus zu gehen und auch das Autoradio habe ich ausgesteckt, weil mein Handy ist normalerweise immer per Bluetooth verbunden. Und jetzt wollte ich euch einfach mal dieses Konzept hier präsentieren, weil ich denke einfach, ja gut, ich stehe im Stau, ich habe so Gedanken und da denke ich mir, da will ich einfach filmen und mit euch quatschen, weil es mir am Herzen liegt und weil ich es vielleicht sonst vergesse. Ganz klar. Ich filme am iPhone, aber nicht mit der Kamera, also mit der iPhone-internen Kamera-App, sondern mit der App, die nennt sich Filmic. Ich glaube sogar Filmic Pro. Da kann man so diverse Sachen einstellen. Ich kann zum Beispiel die Farbe einstellen, also die Wärme einstellen, warm, kalt, wie auch immer, White Balance machen. Ich kann auch in einem normalen, dynamischen, flachen oder V2 oder so heißt das irgendwie, das ist ein Log-Profil von der App Filmic. Ich habe früher schon mal mit sowas experimentiert und da kann ich einfach nachher die Farbkorrekturen, Farbanpassungen vornehmen. Ich hoffe jetzt, dass das Auto-White-Balancing und das Helligkeitseinstellen und so weiter halbwegs gut funktioniert. Im Auto ist es halt so, du fährst, du bewegst dich und zwar nicht nur 5 Meter oder sowas, sondern viel, du änderst auch die Richtungen, das heißt, das Licht ändert sich auch. Ich hoffe, dass es jetzt so halbwegs passt. Ja, dieses Konzept wollte ich euch jetzt mal prinzipiell mal vorstellen und im Zuge dessen euch gleich mal fragen, was haltet ihr von der Idee, wenn ich auch ab und zu mal mit dem iPhone-Film. Ich habe auch mir vorgenommen, ein paar iPhone-Film- und Fotografie-Tutorials auf den Kanal zu posten. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Like da. Schreibt mir eure Gedanken und schreibt mir ein Feedback, wie ihr die Aufnahme über das Smartphone, wie euch das gefällt, wie die Tonaufnahme ist, ob die für euch okay ist oder nicht, ob ich es besser machen sollte. Und schreibt mir auch, wie euch das Konzept gefällt von Autofahren und Reden. Ich finde es ganz leibend. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!